EM-Rente ausgelaufen. Wie lange kann ich noch Arbeitslosengeld beanspruchen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine Mail, die wir erhalten haben auf rentenbescheid24.de mit folgendem Sachverhalt. Seit 2016 bezieht mein Mann eine Erwerbsminderungsrente. Zuvor hat er Arbeitslosengeld 1 wegen Nahtlosigkeit erhalten. Mit Bescheid vom 15. April 2022 ist die beantragte Weitergewährung der EM-Rente abgelehnt worden. Ab Mai wird die Rente nicht mehr gezahlt. Ich werde für meinen Mann Widerspruch einlegen gegen den Bescheid, denn arbeiten kann mein Mann aufgrund seiner Erkrankung definitiv nicht mehr. Meine Frage ist, kann er Arbeitslosengeld 1 eventuell nach Nahtlosigkeit beantragen? Arbeitslosengeld 2 oder Grundsicherung fällt weg, da ich arbeite. Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hat Ihr Mann immer nur dann, wenn er in einer Rahmenfrist von 30 Kalendermonaten vor dem Tag der Antragstellung mindestens 12 Kalendermonate oder in ganz speziellen Fällen 6 Kalendermonate eine versicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen kann. Wenn Sie am 1.5.2022 den Antrag stellen würden auf das Arbeitslosengeld, müssten Sie in einer Spanne von 30 Monaten rückwirkend hier 12 Monate versicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen. Der Bezug einer Rente wegen Erwerbsminderung seit 2016 ist keine versicherungspflichtige Beschäftigung. Er hat auch seit 2016 keine Beiträge aus einer versicherten Beschäftigung an die Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Ist ja logisch, wenn ich eine EM-Rente bekomme, zahle ich nicht noch extra irgendwelche Beiträge ein. Denkt kein Mensch drüber nach. Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 kann Ihr Mann auch haben, wenn er aus der Vergangenheit noch einen sogenannten Restanspruch auf Arbeitslosengeld 1 hat. Diesen Restanspruch hätte aber Ihr Mann innerhalb von 4 Jahren nach Ende des Erstanspruchs geltend machen müssen. Wenn also Ihr Mann im Jahr 2016 noch ALG 1 vor der EM-Rente bezogen hat, so hätte er einen Restanspruch noch bis einschließlich 31.12.2019 geltend machen müssen. Das wäre aber bei Bezug einer vollen EM-Rente nicht möglich gewesen, weil der Rentenbezug bei einer vollen EM-Rente würde zum Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs 1 führen, hat aber auch Ihr Mann hier in diesem Fall gar nicht in Erwägung gezogen. Damit dürfte in beiden Varianten, also Erstanspruch und Folgeanspruch, für Ihren Mann kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 mehr bestehen. Im Sinne der Absicherung Ihres Mannes würde ich es dennoch vorschlagen, dass er den Anspruch auf ALG 1 einfach stellt und die Entscheidung der Behörde abwartet. Er soll also nichts unversucht lassen. Ansonsten sollte er sich bei Ihnen in Ihrer Familienversicherung krankenversichern und wenn er keine Leistungen von Hartz IV beziehen kann, oder aber er denkt darüber nach, kommt jetzt darauf an, wie alt Ihr Mann ist, ob er eventuell jetzt schon eine Altersrente nach der Erwerbsminderungsrente beantragen kann. Näheres zum Thema EM-Rente und Arbeitslosengeld finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.